Wie versprochen, stelle ich heute euch jetzt als Abonnenten-Spezial die Riesen-Salut-Knallerei vor. Und wir werden anfangen mit den Reibern und dann, denke ich mal, mit den Knallfröschen, den Pyrokreckern, den Luftheulern und dann der Reihe nach, von der Größe her, den alten, wunderschönen Kanonschlägen. Ja, das war eher ein Verpuffer, ziemlich dumm, 95,2 dB, da machen wir gleich nochmal ein. So, nächster. Neunundneunzig Komma drei dB. Ja, ich hatte auch schon vorher mal welche getestet, die hatten 103,3, also schwankt dann doch ein bisschen die Verarbeitung anscheinend. Wir machen weiter mit Pyrokreckern. So, Zündung des Pyrokrackers. neun dB, es war schon deutlich lauter, auch vom Eindruck her, weil es auch vom Klang her etwas heller war. Ich würde sagen, wir packen noch mal einen hinterher. Und Zündung. Auf dein dB-Gerät. Der war nochmal deutlich lauter, 107,3 dB. Er hat auch ein bisschen gezischt im Ohr, also war schon, ja, das erreichen manchmal heutige Dezibeler nicht mehr. Schon traurig. Aber gut, dass es solche Sachen noch gibt und dass man die sogar teilweise noch erhalten kann. Ich würde sagen, wir machen mit einem Knallfrosch weiter. Auch hier einfach noch eine sehr gute Verarbeitung. Wir werden jetzt natürlich beim Knallen sehen, ob der noch hüpft und oder ob er verpufft. Aber der ist ja jetzt, wie gesagt, auch schon ein bisschen älter. Schauen wir mal. Maximum war bei 101,9 dB. Ja, war nicht so doll. Machen wir mal noch einen. Okay, der ist verrückt gesprungen. Also es waren bestimmt Distanz von 8-9 Meter. Total krass. Sowas habe ich echt noch nie gesehen. Wir waren irgendwie bei 104 dB. Also herrlich. Ja, wir haben hier fast unser kleines Lagerchen, was wir aufgebaut haben, kaputt gemacht damit sozusagen. Ja, sehr witzig. Ich werde jetzt mal einen Luftheuler als nächstes zünden. Als nächstes haben wir ein Diesel-Schnicke-Teil, Vico-Kanonschlag. Ich denke mal, das entspricht der Größe A von Nico auch. Natürlich traumhafte Verarbeitung, klar. Fahren wir mal von vorne. Jo, los geht's. Nun folgt Kanonschlag B. Ich bin gespannt, was der jetzt bringt. Der andere war ja schon ordentlich laut.
Ja, wir warten lieber noch mal einen Moment. Der ist jetzt irgendwie ausgegangen wahrscheinlich. Habe ich doch eben schon. Deko Kanon Schaffi. Der lügt. Man kann nicht alles im Leben. Das geht schon 30 Sekunden so. Oh, take. Gib nicht auf. Ja, schade, es sind nur zwei drin in der Packung. Keiner funktioniert. Rekordlautstärke. Dann versuchen wir einfach den nächsten. Das entspricht dem Kanonschlag D, dem Nico. Schauen wir mal. Vielleicht funktioniert der ja. Vorsicht, Vorsicht! Wenn der detoniert, fehlt der dicke C. Der liegt da gut. Total. Messung war eben übrigens 0 dB. 0 dB gibt's nicht. Ne, der ist immer 76. Warum ist er 74? Weil du gerade sprichst. La. Ma. Kann nicht. Hey, du Vogel. Ich wollte mal gucken, was das ist. Kann nicht. Ja. Hundertzwölf. Der lauteste bisher von den Banco Bancos. So, und der letzte noch mal. Ja, so sieht denn der Kanonschlag D nach der Zündung aus. So sollte es sein. Richtige Schnipselparty. Guck mal, wie hart das ist.